Willkommen zu Lies of P. Wir starten heute direkt mit einem Bosskampf und dass hier direkt ein Stargazer zusammen mit einer Geisterbeschwörung direkt vom Boss ist, ist kein gutes Zeichen. Wir sind im Endgame. Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal wieder richtig nervös bei einer Aufnahme. Ich habe wirklich Lampenfieber und ich glaube, ich werde mir mal richtig blamieren. Was soll's? Wir gehen einfach rein und testen einfach mal, was uns da erwartet. Oh, holy. Mir wird jetzt schon warm, Alter. Ich schwöre, ich bin richtig nervös. Ja, sieht doch machbar aus. Okay. Hallo. Hallo. Let's go. Oh mein Gott. Oh. Okay. Oh. Oh, was, was, was? Hä? Ich roll doch. Boah. Okay. Aber wir machen gut Damage. Guck mal. Das geht doch. Okay. Hey, das geht, das geht, das geht. Leute, was geht? Oh. Sorry, ich bin schwer zu laut. Tut mir leid. Was? 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 Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Lass es. Okay, den Move habe ich verstanden. Den habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay, so schlimm ist der Boss nicht. So schlimm ist der nicht. Guck mal. Okay, zweite Phase, alles klar. Sonst hätte ich jetzt echt gelacht, dass die da einen Stargazer hinstellen. Gott, ich zitter jetzt schon. Oh, Simon. Your sword, Lexasia, swears to protect this tower. Du Heilige! Ah, ich kann parieren! Ich kann es parieren! Oh, ich hab verstanden!
Warte, 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 ich bin noch nicht so weit. Lass mich doch erstmal reinkommen, ich bin noch nicht so weit. Hab ich das pariert? Kann man das parieren? Ah, scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ich hab keine Heilung mehr. Nein! Wait, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch gar nicht so weit. Was? What? Wait, okay, wartet, wartet, wartet. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich hab den Wink verstanden. Okay. Es macht Sinn, dass da ein Stargazer steht. Was? Okay, ich hab nicht viel Chancen anzugreifen, ohne dass ich selber einen Hit kassiere. Ja, ich meine, ich hab auch noch. Notfalls können wir noch einen Geist rufen, das machen wir erstmal nicht. Also, passt auf. Erstmal. Ausdauer Wiederherstellung, ja. Maximales Gewicht, erhöht maximale LP. Und dieses brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, das hilft mir jetzt hier gar nicht weiter. Maximale Ausdauer. Ergo brauche ich nicht. Entschlossenheit plus 4, könnten wir mehr Damage machen, erhöht den Schaden der Menschen. Ist sie ein Mensch? Ist sie ein Mensch? Erhöht den Schaden, der den Kadavern zugefügt wird. Ich meine, dass sie doch blau blutet, oder? Hat die war doch blau, ne? Ja, Fallschaden. Erhöht die Reduzierungsrate von physischem Schaden. Ah. Was kann man denn da noch machen? Erhöht bei Töten von Feinden. Ergo. Stellt wieder LP her. Ja, einfach nicht treffen lassen, ne? Ist sie ein Mensch oder nicht? Wait. Ich weiß es nicht. Es kann auch eine Puppe sein. Ist sie ein Kadaver? Oder ein Mensch? Wir können das ja mal vergleichen dann. Das bleibt auf jeden Fall. Das bleibt auf jeden Fall. Und Gewicht muss ich auch nehmen. Oh Gott, Alter. Ich bin am Ende. Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Ja, das ist ja die Frage, ne? Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Ich werde nicht die Möglichkeit haben, die Fabelslots zu nutzen. Vielleicht wäre das am besten, weil ich nicht sicher bin, was sie ist. Ja, ich bin dann zu schwer. Nein. Warum bin ich denn zu schwer? Ja, der ist besser. Mist. Dafür werde ich schon zu schwer, das ist ja lächerlich. Ich würde jetzt einfach mal behaupten. Mensch oder... Mensch, Puppe oder Kadaver. Wartet mal. Erhöht Widergang gegen Störung, Schock und Brechen bringt mir hier auch nichts. Tut mir leid, ich muss ganz kurz gucken, was ich machen kann, dass ich einfach mehr Damage mache. Oder dass ich mich halt, dass ich halt einfach insgesamt mehr aushalte. Ein Kadaver, glaube ich, ist sie nicht. Oder? Obwohl, sie hat blaues Blut, ne? Dann ist sie doch das. Steht ja sogar, ich hasse blaues Blut. Dieser Hass wurde zu meiner Stärke und meinem Ziel und hielt mich in Bewegung. Wir versuchen das einfach. Was soll's? Das ist das, was ich jetzt da hatte. Und wir sind unter dem Gewicht noch. Okay. Was kann ich hier machen? Das ist das Beste, was wir nehmen können. Dann haben wir hier noch, ach, du heiliger Mann. Gegen Elektroblitz.
Hier. Ja, das können wir machen. Haben wir hier noch irgendwie was Gutes? Schock und sowas alles macht sie ja nicht. Deswegen physische Schadensreduzierung, oder? Schock ist das ja nicht. Dann gehen wir darauf. Dann nehmen wir da nochmal weniger Schaden. Und ich glaube, hier ist eigentlich egal. Was macht sie denn? Ist das Hieb, Schlag oder Durchbohren? Ich glaube, das ist Schlag, oder? Ist das Schlag? Ich denke schon. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wartet mal. Was kann ich noch tun? Oh, rein theoretisch müsste ich ja dann... Feuer? Oder Säure? Ach du Heilige, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue gerade. Ich sag ganz ehrlich. So, geht auf Elektro. Elektro wird bei ihr gar nichts bringen. Säure wäre noch eine Option. Hier, wertet vorübergehend die Leistung des Blockens auf. Hält aber, glaube ich, alles nicht wirklich lange an. Erhöht vorübergehend überwältigen Angriff der Waffe. Erhöht vorübergehend kritische Trefferrate. Vermeidet vorübergehend Haltbarkeitsverlust. Perfekter Block. Wir können es mal versuchen. Ansonsten versuche ich mal Säure. Ich glaube, die anderen helfen mir nicht wirklich. Kritische Treffer, vermeidet vorübergehend Haltbarkeitsverlust. Ja. Ich habe keine Ahnung. Kann ich doch irgendwas auf sie werfen? Das wird mir nichts bringen. Davon habe ich noch einiges. Ich könnte beigehen und hier. Ich frage mich, warum ich davon nur so wenig habe. Ich habe doch viel mehr davon gefunden. Im Lager 4, ne? Ja. Keine Ahnung. Was ich aber machen kann, ist das hier mal rausschmeißen. Hier vielleicht gegen Elektroschock. Ist auch nur so wenig. Ah, ich habe keine Ahnung, Mann. Das wird schlimm. 15. Ich habe davon 15. Aber wie es aussieht, ist das ja nicht der Endboss. Da geht es ja dann noch anscheinend, denn wir sind ja nur auf der Brücke. Wir sind auch gar nicht an der Spitze. Oh, okay, komm. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Oh Gott, das wird schlimm. Mann, ich bin blöd gerollt. Shitter. Okay, ich muss ganz dringend dann nach... Ah, ich bin gesprungen. Wollte ich nicht. Ich muss da ganz dringend bei ihr nach links ausweichen. Mann, ey. Na! Ich kann diesen Move wirklich nicht ernst nehmen. Boah. Die ist schon badass. Boah, scheiße. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Hallo, heil dich mal. Mann. Die ist nicht so schwer in der ersten Phase, aber wenn man es scheiße spielt, schon. Oh, shit.
Was meine ich? Diese Fabeldinger bringen mir hier nicht wirklich viel. Oh. Scheiße. Das ist doch Mist. Ich vergeig das erstmal richtig. Oh! Was, das kannst du? Oh, okay, dann macht ihr ja diese Scheiße. Ja, das ist keine gute Lösung, was ich bis jetzt hier mache, ne? Oh, war das blöd. Oh oh. Ach, was, so eine Reichweite hat die Scheiße auch noch, ey. Oh nein. Nein! Ich bin zu dicht dran! Komm, sterb jetzt! Nein! Oh, komm schon! Okay, komm. Das war nicht gut. Punkt aus, fertig. Heilung, auf jeden Fall Heilung. Wieso, und schon ist es nicht mehr drin. Das meine ich. Das ist doch scheiße. Ich sehe nichts. Witzig. Scheiße, Alter. Nein. Mann, ich komm nicht an ihr ran. Oh, scheiße. Was passiert denn jetzt schon wieder? Ah! Nein, komm schon! Das hätte gewesen sein können, oder? Ich bin tot. Das hätte es gewesen sein können. Ich dachte, sie kann man nicht groggy machen oder so. Okay, okay, aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Die erste Phase muss besser sein. Okay, wartet mal. Wartet mal. Die erste Phase muss deutlich besser werden. Okay, wait. Brauche ich nicht. Feuer oder Säure? Ich kann nicht erkennen, was sie sein soll. Das ist mein Problem. Puppenschnur könnte ich besser nutzen noch. Wenn ich das jetzt schon mache? Wir gucken einfach, Mann, was soll ich machen? Es nützt ja alles nichts. Oh Mann!
Du gehst mir richtig auf die Nerven. Ja, ist okay. Mach, was du willst, Mann. Hm? What? Die macht was? Okay, danke. Ich hasse dich. Ach, scheiße. Scheiße! Mann. Bist du irgendwie doof, Alter? Schneller? Die wird doch schneller! Ich seh's doch! Was hat die auf einmal für eine Geschwindigkeit drauf gehabt? Oh nein, nicht schon wieder. Du hast jetzt Hen Kocke. Kein Ausdauer mehr. Ach Mann, nicht schon wieder. Ey, was soll denn dieser scheiß Move von ihr? Boah, Alter. Mann! Und weg auf Abstand, Abstand, Abstand! Und rein da. War klar? Es ist nicht sauber, was ich hier mache. Wenn ich die runter habe, mach die ihr scheiß Schild hoch und ich kann nichts gegen tun? Wartet mal. Wollt ihr mich komplett verarschen? Das bedeutet, ich muss ja... Ich muss ja die Kugeln denn jetzt verwenden. Ich kann ja noch nicht mal den Crit reinmachen. Da muss ich ja so ein Glück haben, dass ich im richtigen Moment diese blöde Schnur benutze. Ey, das funktioniert nicht. Wie viele habe ich denn davon? 5. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin ein bisschen überfragt.
Ich hab ausgewichen, Mann. Ich muss mich heilen. Scheiß drauf. Weg. Nein, Mann, jetzt komm. Ja, ist okay. Gönn dir ja deinen scheiß Move wieder, Alter. Ja, ist okay. Es ging gut los. Geht scheiße weiter. Ah, scheiße. Ah, Mist, ey. Okay, komm. Zum Kotzen. Oh nein, nicht ausrasten jetzt. Ja, nicht jetzt schon ausrasten. Nicht jetzt schon ausrasten. Die lässt ein kaum Zeitfenster, Alter. Ich hab ein Zeitfenster, wenn die diese scheiße Gespamme da macht, runterspringt, dann chillt die erstmal. Ich könnte gucken, ob ich dann vielleicht eine Fabelkunst benutzen kann. Wenn ich das denn durchkriege. Dann ist auch schon mein Schleifmittel gar nicht mehr haltbar. Dann muss ich wieder schleifen. Oh. Ich habe auch nicht unendlich von diesem Scheiß. Ich mache jetzt erstmal den Kram nicht mehr mit rein. Den nutze ich jetzt erstmal nicht mehr. Ah, ist das scheiße. Das macht dich schon wieder diese Scheiße. Mann, hör doch auf. Voll rein da. Ah. Mann, weil ich was Neues ausprobieren wollte. Mann! Dieser Alter, ey, wirklich. Schleifen, 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 schleifen. Ah, Mist. Nein!
Natürlich machst du den Scheiß jetzt wieder. Was? Hallo, heil dich jetzt! Hammer. Okay. Kann meine Taktik funktionieren? Ich muss die zweite Phase irgendwie hinkriegen. Und jetzt. Die spammt einfach nur. Wo ist die denn jetzt? Ah, ist nicht durchgegangen, okay. Nein! Meine Taktik funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ach, scheiße. Nein, oh Mann. Manu, ich hab keine Lust mehr gegen die, Mann. Ich sag's ganz ehrlich. Die ist so schnell! Komm schon, heil dich! Manu! Die lässt keine Luft, Mann! Angreifen will. Wir schaffen die schon noch, aber das ist doch ätzend. Das ist doch wirklich ätzend, nur ein Futzel. Aber wie willst du denn da bitte ein Groggy machen, Alter? Aua, es ist so lächerlich. Oh. Das täuscht die erste Phase. Okay. Ich werde mich jetzt nicht mehr darauf verlassen. Ich werde mich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass die irgendein Groggy erreicht hat, dass ich die gritten kann. Mit irgendwelchen komischen Moves, die sie danach noch macht. Ich werde mich darauf jetzt nicht mehr verlassen. Das kann raus. Sondern ich werde instant auf ihre Schnauze hauen mit dem Ball. Instant! Was anderes sehe ich hier einfach nicht mehr als Möglichkeit. Ah, jetzt fängt die schon damit jetzt an, Alter.
Ich kann nicht weit genug wegrennen. Ja, ist okay. Hast du gut gemacht. Mann. Es läuft kacke. Nicht sauer, ich merke schon. Du bist gar nicht sauer. Und weg. Und rauf. Und schleifen. Und rauf. Und weg. Seite und schwerer Angriff und drauf da und weg, weg, heilen und Buch da. Oh, das war Glück. Hammer. Lief besser. Lief deutlich besser. Warten. Jetzt. Und blocken. Lass sie zu uns kommen. Und reicht nicht. Hatte nicht mehr den Luxus. Okay. Direkt nochmal. So, jetzt. Schleif! Scheiße, ich muss mich heilen! Ich bin nicht sauer, nein. Ich bin noch nicht angepisst, es ist alles entspannt. Es ist alles entspannt. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Kugeln gemacht, Alter. Mann! Ich zähle jetzt nicht alle vorher ab.
Jetzt wieder schneller geworden? Fühlt sich ein bisschen so an. Ob das Move auf einmal. Ja, ist okay. Irgendwas anderes machen, bitte. Ja, ist okay. Ah, ich falsch gelesen, mein Fehler. Ich hab gerade wirklich, really, ich hab gerade keinen Bock mehr. Auf einmal hast du so eine Reichweite. Ja, ist okay. Ist okay. Ey, jetzt macht die wieder so einen Lappen. Scheiße. Auf dem Boden mit dir, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sag's, wie es ist. Jetzt. Oh Gott, weg, 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 weg! Versuchen wir es so? Oh oh. Ich hab echt gedacht, ich sitze jetzt hier 8 Stunden wie bei Marlenia, Alter. Oh, Sir Simon. Und die Nachbarn fangen pünktlich jetzt an zu bohren. Geil. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ich versuche es rauszufiltern danach.
Ich hoffe, dass das ein Born von Nachbarn ist und nicht mein PC, Alter. Na gut, oder mein Monitor, der ist auch schon gestrichelt. Ich muss mir einen neuen Monitor holen. Sorry, ich guck mir die Szene an nach dem Win jetzt, wie das jetzt aussieht, was da jetzt passiert ist. Meine Nerven sind gerade am Ende. Alter, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Hier war gerade irgendein ganz komisches Geräusch. Ich habe gewonnen, auf einmal macht sich so... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bohren war vom Nachbarn oder ob das jetzt hier irgendwelche Geräte waren, Alter. Nicht, dass jetzt hier irgendwie mein PC sich hier bemerkbar macht. Aber ich habe keine ausgelassenen Frames. Läuft alles rund. Der Rechner läuft nicht auf Maximum, also keine Ahnung. Ich denke mal, es wird ein Nachbar gewesen sein, der da bohrt. Leider. Gib noch mehr Kraft, Mann. Boah. So schwer ist die gar nicht. Und das war nicht der Endboss. Bitte ist nicht gleich den nächsten Bosskampf, bitte. Und dann kurz runterfahren wieder. Sie will ja nicht. Sie leben lassen, Erlösung. Thank you. I was trapped for so long. So much torment. So much pain. Take my ergo. I will be with you to the very end.
War das richtig oder falsch? Tut ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ja, sie leben lassen und weiter leiden lassen, glaube ich, auch nicht die richtige Lösung, oder? Das ist fies. Dem Spieler die Entscheidung zu lassen, ist fies. Aber ich denke mal, es wird richtig gewesen sein. Weil es ja dann hieß, ja, wir spüren eine Wärme. Oder Herz. Nee, nicht, wir spüren nicht eine Wärme, sondern wir merken, dass unser Herz. Also, ich denke mal, das ist wichtig dafür, dass wir zum Menschen werden. Dass es menschlich war, die Entscheidung. Aber. Oh. Ist trotzdem Sterbehilfe, ne? Das ist halt immer so dieses Ding dann, ne? Richtig oder falsch? Ich glaube, es ist schwer zu sagen bei sowas. Das Feuer. Okay. Oh Gott, Alter, diese Stimmungsschwankungen in diesem Spiel machen mich fertig. Ich bin doch gar nicht, ich habe doch gar nicht verarbeitet, dass wir den Boss gelegt haben. Ja, dann müssen wir hier schon uns von einem wirklich wichtigen Charakter verabschieden in dem Spiel. Das knabbert jetzt gerade richtig hart an mir, deswegen habe ich gerade auch nicht viel geredet, weil ich versuche dann wirklich auch meine Emotionen ein bisschen zu zügeln. Und dann kommst du hier raus und dann direkt schon wieder die nächste Emotion, und zwar Schreckmomente, Mann. Ein Schreckmoment nach dem anderen, also... Oh, ich werd, das meine ich, ich werde zu alt für den Scheiß. Das kann ich auch. Warum? Du solltest den machen, dann kannst du mich nicht treffen, du kleiner Pimmel da hinten, Alter. Sorry. Oh mein Gott, Entschuldigung. Das wollte ich nicht sagen. Tut mir leid, das, was ich meine, ist, manchmal rede ich dann mit Absicht, damit ich nicht irgendwas Doofes sage, was YouTube nicht leiden kann. Der Algorithmus reagiert auf solche Wörter ein bisschen doof manchmal. Eieiei, Mann, ey, es macht mich ja fertig hier, Mann. Was ist denn das? Ah, Vollmondstein des Bundes, das ist schön. Ey, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Ah. Gott, die Stimme ist schon jetzt im Arsch, Mann. Noch ein Stargazer, sehr gut. Ich bin im Eimer, Leute. Ich sag's das ehrlich, ich bin im Eimer. Ich glaube nicht, dass ich es in dieser Folge schaffen werde, das Game komplett abzuschließen. Es kommt ja ganz offensichtlich jetzt noch der Endboss. Das war der ja gar nicht. Natürlich komme ich da nicht ran. Sind wir überhaupt noch im 11. Kapitel? Gibt es 12 Kapitel? Das ist tatsächlich alles noch Kapitel 11. Und wir haben so viel im Hotel gerade wieder zu tun. Was ist los? Eingang zur Rosa-Isabel-Straße. Das war von der letzten Folge, ne?
Oh, das werden wir in dieser Folge noch machen. Ja, also wir werden auf jeden Fall noch gleich zum Hotel fahren. zum Hotel fahren. das ist angucken. Aber ich möchte ganz gerne ein bisschen auch jetzt gucken, was jetzt hier abgeht. Wir gehen ja jetzt anscheinend hier auf die Spitze hoch, ne? Würde ich jetzt sagen. Ich bin schon wieder bei einer Stunde, ne? Also, sinnvoll wäre ja eigentlich jetzt zu sagen, wir machen das mit dem Hotel, damit es ja nicht so lang wird, die Folge. Aber ich finde das halt... Hallo? Dunkelmondstein des Bundes. Aber ich will halt schon wissen, wie es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Und da sind wir gekommen. Überall sind die jetzt, ne? Geht nicht! Oh, ist noch so einer von denen. Ach, oh, scheiße. Ich hing an der Treppe fest. Oh, shit. Ich bin runtergefallen. Schwer sind die ja nicht. Okay. Wir gucken noch ein bisschen. Wir gucken noch ein bisschen, okay? Gott, Alter, es werden immer mehr von denen. Du bist Ergo Kristall. Sehr schön. Wir können noch mehr Level abmachen. Ah, shit. Okay. Das war fies. Dass der ernsthaft mich ja auch an der Treppe denn noch trifft, Alter. Okay, so, jetzt haben wir's. So, her damit. Oh mein Gott. Hab ich auch was übersehen? Nein, ne? Da ist nix. Okay. Ach du Heilige. Ah, ich hätte vielleicht mein Schleifding ändern sollen. Egal. Kein Problem für uns. Und nochmal eine Kiste. Quarz, komm. Gibt Quarz, obwohl Quarz, aber ich glaube, wir können mit Quarz gar nicht mehr so viel anfangen, oder? Ich brauche noch mehr Quarz dafür, deutlich mehr Quarz. Aber wir können wieder beim Händler vielleicht was kaufen, muss ich mal gucken. Wäre auch geil. Bitte jetzt keine Fallen, also mein Herz macht das in dieser Folge nicht mehr mit. Obwohl ich dich überrasche. Hast du so eine Reaktion, Alter? Das muss ich dir lassen. Ich hätte wahrscheinlich erstmal mich hingelegt denn nach so einem Angriff rückseitig. Einfach weil wir es können. One hit, Alter. One hit damit. Ach so, ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar schreiben. War jetzt der Boss, war das jetzt eine Puppe, Kadaver oder ein Mensch? Ich bin da komplett überfordert, weil zum Schluss sah es nicht mehr aus wie ein Mensch. In der ersten Phase würde ich sagen, sieht aus wie ein Mensch, blutet aber blau, also eigentlich ein Kadaver. Zweite Phase sieht aus halt eher wie eine Puppe, aber eigentlich menschmäßig auch so. Nee, keine Ahnung. Wait, lass mich mal kurz hier genauer gucken. Eine Korte. Können wir aber nichts mit anfangen, okay. 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 Oh, das ist ja riesig hier, Alter. Was? In die Luft könnt ihr? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Das könnt ihr? Das ist ja krass. Nein, weg, weg. Ach, Mann. Ich konnte nicht abbrechen. Oh nein, das ist so einer von diesen schweren, ne? Ist das so? Ich glaube ja. Ja, ist okay.
Boah, was, er hat mich auch noch damit getroffen. Ja, ist okay. Kann man machen. Boah, wie weit geht denn das hier noch? Ich dachte, wir sind jetzt auf der Spitze. Immer noch nicht. Ich dachte, es kracht ein oder so. Oh, mal gucken. 5 Heilungen haben wir noch. Noch genug Puppenschnur. Ich hätte vielleicht meinen Schleifstein ändern sollen. Ist nicht so schlimm. Hello. Können wir ein Level up machen? Alles cool. Das kracht bestimmt ein, oder? Nein, es kracht nicht ein. Falle? Auch keine Falle. Nee, da ist nichts. Notfallschutz, alles klar. Alter, wo geht's denn hier ganz hin, Mensch? Der schießt uns auf jeden Fall denn runter. Deshalb machen wir das so. Okay, danke. Ja. Immer überall die Augen offen halten, ne? Das meine ich. Mal so ein bisschen dabei weglaufen. Wieso kommst du nicht hierher? Ja, wenn ich mit dir jetzt runterfalle, dann ist aber auch Feierabend jetzt, ne? So. Wie komme ich daran? Darüber nicht. Bin denn hier rüber? Ich glaube, da läuft noch irgendwas. Ich höre mal so ein komisches Geräusch. Nee, ist nicht. Okay. Lieber zweimal gucken. Okay, haben wir. Alter. Nee, da kann man auch nicht lang. Wo geht das denn hier ganz hin? Das ist ja Wahnsinn. Wir haben echt den kompletten Weg hier einmal durch. Oh, scheiße. Der hat mich fast getötet. Weil ich ihn einfach unterschätzt habe. Weil der mit 3 Schlägen eigentlich down ist. Okay. Oh, ey, ich hab echt Schiss gerade hier, dass irgendein Mist passiert und ich den Weg jetzt nochmal hier hoch mache. Na, das ist ein Fahrstuhl. Okay. Ist das der Hauptweg oder nicht? Ich denke mal nicht, oder? Doch, das wird. Also ich denke mal, das wird da der Hauptweg sein nach oben. Obwohl, hier geht's auch hoch. Wir gucken erstmal ganz kurz. Ach, das ist die Katze. Mit Entschuldigung, Katze sage ich schon. Fuchs meine ich natürlich. Ciao, Bello. I had a feeling you were no ordinary kid, but I never expected to meet you here. It's a trivial matter. Everything is trivial in this part of the business, reward or no reward. The reason for kidnapping someone or for blocking your path here. But if some audacious behavior helps my brother see again, that's a different story. In all honesty, I don't want to fight. Not you, at any rate.
For one, it's a damned hassle. And why should I go out of my way to satisfy an employer who didn't pay me enough? It's not too late. We don't have to fight. Just show me some kindness, and I might change my mind. Das ist dasselbe wie da unten, ne? Dem Kumpel? Der Kumpel? Also da würde ich ja auch sagen. Wie gesagt, weil ich glaube nicht, dass sie böse sind. This much? It might even cure him entirely. It's not fair, the way I've been harassing you. You're the only one who's ever been kind to us. I swear on my life as a stalker that your father is safe. My employer promised not to harm him. Go on then. Go to him. Geppetto's waiting. Okay. I never even introduced myself. I'm Claudia. If only we had been friends from the start. But I suppose it wasn't possible. We were both protecting something, and those things weren't compatible. We didn't fit together. Hurry. Please. Go to your family. Claudia heißt. Okay. Go on. Okay, alles klar. Danke. So gegenseitig geholfen haben wir uns jetzt nicht. Ich habe euch geholfen und ihr wolltet mich dazu zwingen. Oha. Oha. Da ist er. Unser Fadi. It saddens me to see my precious son in a place like this. I wanted you to grow up as a good boy. In a peaceful world. And yet, I think all I've taught you is blood and violence. This will be the last time I ask. I promise. Simon has gone completely mad. He's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo. I don't know what kind of world he wants to build. Perhaps there's no stopping him. I trust you, my son. And I'm ready for any outcome. But I don't know what you think of me. Speak truthfully. For my sake. Was I a trustworthy father to you? I see. I didn't do enough to earn your trust. I wasn't a very good father to you. I gave you more loneliness than love. That's my burden to bear. But remember, there is still plenty of time. Once all this is over, we can become a real family. I promise. I will give it back to you. The happy family we once were. Put an end to it all. And come back to your father's side. Son, you're all I have. Put an end to it all. Son. Okay. Keine Ahnung, was die richtige Entscheidung war. Ist auch bei ihm wirklich schwer zu sagen, ob gut oder schlechter Vater. Ah, okay, warte, das ist der Hauptstrang denn, ne? Right? Ich glaube, ja. Okay, wait. Das würde ich dann beim nächsten Mal eher machen, dass wir da hochgehen. Wir haben hinten noch den Fahrstuhl. Kann sein, dass der dann wirklich nur gleich ein Shortcut ist? Kann das sein? Go on. Go. Okay. Ich dachte, vielleicht gibt sie uns noch ein paar Tipps mit auf dem Weg. Wir gehen mal kurz zum Fahrstuhl und dann haben wir ja jetzt wieder ein paar Sachen offen.
dass man hier am Ende nochmal so viele Entscheidungen treffen muss. Boah, Alter. Das ist bis jetzt das heftigste Kapitel, finde ich. Da kommen die anderen Kapitel einfach nicht ran. Am schwächsten fand ich Kapitel 10, finde ich. Aber das 11. Kapitel finde ich das am geilsten von allen. Ja gut, es wird wahrscheinlich ein Shortcut sein, weil wir runtergehen. Ja, genau. Okay, dann passt das. Dann können wir relativ schnell einfach dann nach oben. Und zu Simon, wie es aussieht. Simon. Sag also, erstmal machen wir einen Stufenaufstieg, wenn wir, wenn schon, denn schon. Mir egal, einfach rein da. Und zwar teleportieren. Hier können wir einmal hin, uns unterhalten. Das war in der letzten Folge, glaube ich, wo das genannt wurde, ne? Mit der Straße. Ach, keine Ahnung. Wir gucken mal, was da sein soll. Ich glaube, das wird jetzt der letzte Part dann sein. Wenn ich nur wüsste, nach was ich Ausschau halten soll. Bei ihr konnte man reden? Oder ist hier irgendwas dazugekommen? Nee, anscheinend ja nicht. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, warum wir jetzt hierher kommen sollen. Da habe ich bei irgendeiner Stelle wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Wait, wir gucken einfach mal. Ich kann jetzt wirklich dazu nicht viel sagen, warum wir jetzt hierher sollen. Ich bin jetzt nur hier, weil da ein Symbol zu sehen war. Da habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Wir rennen hier einfach ganz schnell durch. Irgendwo muss es ja etwas geben. So, ich weiß, dass hier oben eine Dame war, mit der wir reden konnten. Oh! Nix da. Da vielleicht? Also hier konnten wir auf jeden Fall reden. Die ist es nicht. Wo soll ich denn ganz hin, Mann? Hier ist auch keiner. Ich habe keine Ahnung, was wir hier sollen. Ich mach's gerade wirklich nicht mit Absicht. Ja, auch nicht. Aber es muss ja hier in diesem Gebiet sein, sonst würde es ja nicht hier angezeigt werden. Oh, gucke mal. Ich habe doch was übersehen. Ich habe wirklich keinen Schimmer, Mann. Hier vielleicht? Hä, wo sollen wir denn hin? Ich mach's wirklich grad nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Backen halten. Hier, das kann ich mir nicht vorstellen. Wartet mal. Was war in der letzten Folge? Wir haben einen NPC kennengelernt. Den haben wir ja jetzt eigentlich rausgelassen, ne? Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und er hat ja erzählt gehabt, ob wir hier in dieser Straße sollen wir hin. Das war die Dame, von der wir denn diesen Schlüssel oder was es da war bekommen haben. Aber ich wüsste ja gar nicht, wo wir da hin sollen. Ich überlege noch. Weil wir sind ja jetzt schon fast in der anderen Ecke. Ja, ich hab doch. Da! Den meinte ich, genau. Ah, ja. Der hat doch was davon erzählt. Und da haben wir noch Loot, Mann. Nice to see you again. I thought, if I got a second chance, I'd go to where my heart's content.
I never expected to get out alive. Oh, it's overwhelming, even now. I want to take a look at what I have. I grabbed a couple of things before taking off. It's a new life, a new attitude, and simple pleasures like ordinary conversation. Nice loot, yeah? If you need anything, just say the word. Wir reden erstmal eine Runde. I used to be a fan of the actress Patricia, not the red actress Adelina, but her sister. Patricia had an angelic voice like her sister. If she'd become famous, they would have called her the White Goddess. But her career was cut short. She took poison and ruined her throat. I've only read others' memories, so I don't know the details, but the memories people had of her songs. You should have heard her voice in her prime. Something transcendent like that. Makes you feel alive. I survived. So I'm seeking out experiences like that. So, any more questions? No. Did I go sightseeing? You bet I did. It's the heart of Krat. The theater, the Ferris wheel, there's so much to see. Although, most of it has burned down now, I suppose. The most fascinating thing, I couldn't believe it. The writing on the back of a made puppet. I read memories, but still, any way you look at it, it's the made puppet's words. Probably designed like that. What kind of puppet would write that stuff? Still, it was weird. You should see it for yourself. Okay. Kaufen. Hey. Jagdbekleidung der weißen Dame. Und nochmal eine Waffe. 8700 brauche ich dafür. Eieiei, okay, wir brauchen deutlich mehr. Wir brauchen 10.000 dafür. Wenn ich das alles kaufen kann, werde ich auf jeden Fall holen. Dass wir das vollständig haben, aber ich kann das jetzt gerade nicht holen. Das macht nichts. Komm dann extra nochmal her. Aber dass ihr dann seht, wo ich das denn her habe. Ich werde es aber jetzt nicht extra nochmal mit aufnehmen dann. Da habe ich irgendwas, womit ich das mir holen kann. 5.000. Weiß nicht. Bin ich bei 8.000 ungefähr. Ich kann ja mal kurz looten gehen. Vielleicht reicht das ja auch schon dann. Mal Loot, Mann. Okay. Ich guck mal, ob wir das zusammenkriegen. 3.200. Da drin ist noch so Baby. Baby-Alarm. Unterbrechen können wir die, glaube ich, nicht. So, wie viel haben wir jetzt? So viel bringen die halt nicht, ne? So. Okay, wie komme ich nach unten zum Loot ran? Ich weiß es nicht mehr. Wieder so lange her, dass wir auf dem Weg zum Puppenkönig waren. Von der Seite, ne? Meine ich? Dankeschön. 235, okay. Es dürfte ja keine Kugeln mehr kommen, weil die haben wir ja alle schon weggemacht. Boah. Okay, ich hab's unterschätzt. Ich hab's unterschätzt! Sorry! Mein Fehler! Scheiße. Ich geh auch einfach jetzt so rein, ne? Das ist auch so herrlich doof. So, aber... Da wird das nicht lang gefackelt. Wir machen das hier ganz zügig. Weil ich bin hier tatsächlich durchgerannt. Stimmt nämlich. Ich bin hier durchgerannt, weil hier dieser Riesenclown war. Und überall von allen Seiten angegriffen wurde. Und da hatte ich dann gesagt, ja komm, egal, wir rennen einfach durch und lassen das. Und bin auch nicht mehr hier durchgelaufen, Mensch.
So ist gut, dass wir nochmal herkommen. Nächster. Ruhe. War da nicht noch einer auf der anderen Seite? Meine ich, ne? Ja, dann können wir es doch tatsächlich holen. Sehr gut. Legionsmagazin. Ich glaube, jetzt haben wir hier aber alles gelootet. Und das reicht eigentlich auch schon. Dann gehen wir jetzt nach oben, holen uns die 3 Items. Und dann passt das. Dann haben wir das abgeschlossen. Hier nach oben war das, ne? Sieht für mich hier auch alles so ein bisschen gleich aus, ehrlich gesagt. Wie war denn das jetzt? Auf der Seite müssen wir hoch. Ich sag ja, hier verlaufe ich mich auch gerne. Okay. So, was wir brauchen. Item. Hier. Einmal die 5000, wir brauchen 10.000 insgesamt und einen davon, das passt schon. Oh, und wir haben nochmal ein Ergo. Ein Boss-Ergo. Ist die Frage, wo gibt man das ab? Wir haben den ja gekillt. So. Ich hab mich verrechnet. Ich brauch noch mal den hier. Jetzt passt's. Nice loot, yeah. Haben wir. Leute, was geht? Ziehen wir gleich mal an. Hübsch. Dann nehmen das mal wieder vom Kopf runter. Sieht schon cool aus. Okay, wir haben das. So. Dann geht's jetzt ins Hotel. Dann haben wir hier alles. Ich hoffe, dass es das war, was uns angezeigt wurde. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kurz zu halten, damit das nicht wieder so 2-3 Stunden Folge wird. Okay. Einmal Quarz haben wir. Ich würde gerne wissen, ob wir nochmal Quarz kaufen können. Klar, müsste ich erstmal jetzt wieder ein bisschen von dem Kram haben. So, also wir müssen zu der Hotelbesitzerin, zu Vinini und dem Händler, okay. Machen wir das. With unsurpassed sorrow, I must announce, Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polandina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. Welcome to Hotel Krat. How may I... Aber ich will da gar nicht mehr hin. Wir gehen erstmal zu Vinini. I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Vinini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal.
Care to give it a listen? Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law. All puppets must obey their creator's commands. Law zero. The creator's name is... Geppetto. Giuseppe Geppetto. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Geppetto. Law Zero, the creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto, of all people, do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit, it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find the solution. And it's all thanks to you, my friend. Oh, ich pack das nicht mehr, Leute. Alter, wirklich. Geppetto Hashtag dahinter? Nee. Ah. War das jetzt ein Fehler von mir, das zu sagen? War das die falsche Antwort? Ey, bitte sagt mir nicht, das war falsch. Klar, man soll lügen für irgendein Ende, aber ganz ehrlich, ich glaube, manchmal musst du einfach auch ehrlich sein, damit du eine Quest abschließen kannst. Und so fühlte sich das gerade an, aber ganz ehrlich, es fühlte sich trotzdem richtig kacke an, zu sagen. Übrigens, mein Papa ist daran für an allem verantwortlich. Weil irgendein Puppenkönig, der mir das Leben zur Hölle gemacht hat, das erzählt. Ich hoffe, das ist gelogen, Alter. Ich schwöre, ich hoffe, das ist gelogen. Aber mich würde hier gar nichts mehr wundern. Und ich will auch jetzt gar nicht mehr zur Hotelbesitzerin, Alter. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, Alter. Da steht wenigstens jemand anderes. Das ist auch schon mal gut. Hey, I didn't think we'd meet again. I've just come back from the relic of Trismegistus. Ein freundliches Gesicht. And I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. He's dead. Probably died heroically, seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Is this weapon any good? If you're worthy, I'll give you Alidoro's weapon. What? Waffenhaltbarkeit wird nach einem erfolgreichen Block nicht verbraucht. Ja. Wow. Und die Waffe dazu. Werden wir so die Waffe holen, weil ich gesagt habe, ich hole immer die Waffen. Ich habe es einmal vergeigt und aus Versehen denn hier Amulett der Extremmodifikation geholt. Okay, also Schadensreduzierungsrate beim Blocken. Okay, wirft die Waffe nach vorne. Die Waffe verbleibt für eine gewisse Zeit an einer Stelle, verursacht Schaden und kehrt dann zurück. Und macht die Klinge einen Moment lang inaktiv. Wenn Feinde angegriffen werden, erhöht sich Trefferzahl und Schaden. Ist halt eine Technikwaffe, ne? Aber egal, wir holen uns die.
So, damit haben wir, glaube ich, jetzt alle Bosswaffen verbraucht. Wie kriege ich die Waffe von Alidoro? It's what he would have wanted. If you can prove your worth, his weapon is yours. Wie denn? Sag mir wie. Sag mir doch einfach, wie ich das machen kann. Geht das erst im NG Plus? Na, das glaube ich aber auch nicht. Wohl? Nee. Glaube ich nicht, dass sie einen dazu zwingen, dann nochmal das Spiel zu spielen, um das zu bekommen. NG Plus ist ja eher so just for fun. Oder wenn man sich die Platin holen möchte. Ah, keine Ahnung. Okay, ich muss jetzt irgendwie noch zu der Hotelbesitzerin. Wenn ich das richtig verstanden habe. Nochmal wie Nini, warum? Okay, ich versuche einen großen Bogen, die Hotelbesitzerin zu machen. Or we will, if we can stop the frenzy. You may not be aware, I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. Er hat wirklich eine geile Lache. With the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the wavelength decoder. It's proof of your brilliant actions. See what else you can read with it. You might even discover more secrets within the Puppet King's message. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Here. Was passiert hier? Okay. Dann denke ich mal, wird sie hier oben sein, ne? Boah, ich will da eigentlich gar nicht hin jetzt, ganz ehrlich. Es ist mir zu viel rauf und runter hier an Emotionen. Oh Gott sei Dank. Sie ist einfach nicht da. Sie ist einfach nicht da. Das macht es ein bisschen angenehmer. Oh, muss ich das vorlesen? Brief mit Kirschduft. An den wunderbaren Herrn, der mir meine kostbare Zeit zurückgegeben hat. Der Moment, als ich dich damals traf, war wie das Licht selbst. Egal, ob du das richtige Kind bist oder nicht, du bist ein liebes, kostbares Kind. Danke, dass du mir in meinen letzten Augenblicken meine Freude zurückgegeben hast. An den jungen Mann, der Carlo ähnelt, Antonia. Oh, ich kann das nicht, sowas. Was ist, Alter, was sie hier nochmal auspacken. Allein in der Story, Mann. Alter, also. Das ist schon sehr, sehr heftig gemacht, Mann. Nachricht des Puppenkönigs abspielen.
Ich bin gerade komplett verwirrt und muss erstmal drüber nachdenken, was hier alles gerade passiert ist, um das einordnen zu können. Oh. Ich habe ein bisschen Angst, mich hier wegzuteleportieren. Und dann sind einfach weitere Charaktere tot. Ich bin da so empfindlich bei sowas. Vor allem, wenn ein Charakter so wichtig ist in einem Spiel. Oder das einfach wie jetzt hier mit dem Puppenkönig ein Boss ist, den ich wirklich lieben gelernt habe. Ah, weiß nicht, das macht mich gerade ein bisschen, ja, ein bisschen sad, ganz ehrlich. Okay, nichtsdestotrotz. Ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann machen wir hier, denke ich mal, in der nächsten Folge das Finale. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt hier noch kommt, wie weit der Weg noch ist. Aber ich glaube, wir sind schon oben angekommen. Mal sehen, wohin die Reise noch geht in der Story. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, was das Ende denn am Ende sagt. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao.